In Venezuela sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um den Rücktritt des Staatspräsidenten Nicolas Maduro zu fordern. Laut offiziellen Angaben erhielt das autoritäre Staatsoberhaupt bei der jüngsten Präsidentenwahl 51,2% der Stimmen. Doch der Oppositionskandidat Edmundo González Urrutia wirft ihm Wahlbetrug vor. Bei den Protesten kam es zu heftigen Aufschreitungen. Laut einer Nichtregierungsorganisation kam ein Mensch ums Leben. 46 weitere wurden verhaftet.